Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich heute an diesem Sonntag Jubilate. Es ist ein Sonntag der Freude, der Ausgelassenheit, der Fröhlichkeit. Aber wir wissen sehr wohl, dass wir in unserer heutigen Zeit damit Probleme haben und viele, viele sind auf der Suche nach Freude, nach Unbeschwertheit und auch nach Fröhlichkeit. Gibt es sie? Ist es überhaupt möglich, Freude auf Bestellungen abzurufen? Das alles soll uns heute in diesem Gottesdienst beschäftigen, den wir feiern wollen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Überhaupt nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber auf dem Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es bessert sich aber alles. So hat es einmal Martin Luther zusammengefasst in diese wundervollen Worte. Wir sind also auf dem Weg. Es ist noch nicht alles glänzend. Es ist nicht alles Freude. Es ist nicht alles ein Jauchzen. Sind wir auf dem Weg? Und wie sieht dieser Weg aus? Lassen Sie uns stille werden und zu Gott beten. Guter Gott, gib unserem Leben einen neuen Klang. Lass die Welt hören, dass wir von deinem Geist erfüllt sind. Hilf du uns, dass wir freundlich und liebevoll von dir erzählen und Menschen für deine Botschaft begeistern. Hilf du uns, dass unsere Worte und Lieder Menschen trösten und aufrichten. Lass uns Hoffnung ausstrahlen und Liebe zu den Menschen, die du geschaffen hast. Bewahre uns, dass wir dich preisen. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es gibt Texte in der Bibel, die von einer Fröhlichkeit erzählen, die erfüllt sind von dem Jauchzen der Menschen. Und ein Psalm im Alten Testament, nämlich der Psalm 66, ist ein solcher Text. Jauchzt Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinen Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 15. Kapitel, es sind die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Der Predigtext für diesen Sonntag Jubilate, er steht bei Johannes im 16. Kapitel. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr dem Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Eigentlich kein fröhlicher Anlass. Es ist ein Abschied. Und Jesus weiß, dass er zum Vater geht. Aber er weiß auch, dass seine Jünger zurückbleiben werden in einer Welt, wo sie ihn nicht mehr sehen. Und er weiß ganz genau, was ein Abschied bedeutet. Ein Zurückbleiben, eine Gemeinschaft, die auseinander geht. Und deshalb richtet er diese Worte zu seinen Jüngern. Er macht ihnen deutlich, auch wenn ich gehe, auch wenn unsere sichtbare Beziehung auseinander geht, unsere Beziehung wird stehen bleiben. Ihr werdet in einer Zeit ohne mich sichtbar zu sehen, dennoch Freude erleben können. Ihr werdet Fröhlichkeit durchwandern, denn ihr kriegt Unterstützung. Nicht durch meine leibliche Person, wie ihr sie gesehen habt, sondern durch den Geist. Und ihr könnt den Vater bitten. Er weiß Bescheid. Er hat euch neu lieb gewonnen.
weil ich für euch eingetreten bin. Hängt also Freude damit zusammen, dass wir nicht allein sind? Hängt Freude damit zusammen, dass immer mehrere da im Spiel sein müssen? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer Freude will, muss teilen, denn sie wurde als Zwilling geboren. Ja, vielleicht stimmt es. Alleine sich zu freuen, macht nicht wirklich Freude. Ich weiß es noch, als kleines Kind bin ich immer zu meiner Mutter gesprungen und musste von meiner Freude erzählen, musste ihr mitteilen, über was ich mich freute, was mir widerfahren ist. Und es geht mir heute auch noch so, wenn ich mich wirklich freue, dann brauche ich einen Menschen, mit dem ich diese Freude teile. Alleine sich zu freuen, alleine vollkommen aus dem Häuschen zu sein, gelingt es Ihnen? Es ist schwer und wahrscheinlich ist die Freude ein Zwilling. Und genau deshalb wusste Jesus, dass er den Menschen etwas senden muss, dass die Menschen etwas brauchen, um fröhlich zu sein, nämlich ein Gegenüber, einer, der sie bewegt, einer, der ihnen hilft, wenn sie in Traurigkeit geraten, einer, der ihnen wieder heraushilft aus dem Tief, einer, der sie weiterführt als nur in die Grübelei. Der Heilige Geist, eine Kraft, die in uns wohnt, die uns bewegt, die uns herausführt, eine Kraft, mit der wir Freude teilen können und die uns letztlich auch zum Nächsten führt, damit wir diese Freude dann nicht alleine erleben, sondern die Freude, die als Zwilling geboren wurde, miteinander teilen. Ist Freude so einfach zu haben, dass wir, wenn wir so einen Zuspruch bekommen, dass Gott jemanden schickt, dass diese Freude dann trägt, hindurch, durch alle Finsternis, durch alles Leid? Ich entdecke, dass heute Menschen immer mehr diese Freude nicht mehr finden, dass sie verzweifelt sind. Ich höre von Menschen, die aufwachen und auf dem Bett sitzen und nicht mehr weiter wissen und sagen, hat denn das überhaupt noch Sinn und Zweck? Was ist aus unserem schönen Leben geworden? Die Unbeschwertheit ist uns genommen worden. Man sorgt sich, man ängstigt sich vor so vielen Gefahren. Man kann nicht mehr unbeschwert Freude leben, so sagen es mir viele Menschen heute. Und schauen wir in die Welt, scheinen sie recht zu haben, denn Menschen sind nicht mehr so wie vor 3 Jahren, vor diesem Ausbruch der Pandemie, sondern es ist anders geworden. Jeder versucht, das Beste daraus zu machen, manchmal im tiefen Ernst, manchmal verkrampft. Und Freude ist nur ganz, ganz schwer zu finden. Viele versuchen es, und da gibt es ein geflügeltes Wort von Ernst Moritz Arndt. Sie versuchen es mit dem Vergnügen. Nach Vergnügen rennt, wer keine Freude kennt. Und genau das passiert auch heute. Viele Menschen sagen sich, ich muss mir wieder einen Höhepunkt schaffen. Ich brauche Freude. Sie reisen zu einem Event, sie gehen auf ein Konzert. Sie versuchen, ein Fest zu gestalten. Sie versuchen geradezu, nach Vergnügen zu rennen. Und da heißt es in diesem geflügelten Wort, wer danach rennt, der hat keine Freude. Ja, der versucht, sich aus der Freude heraus zu katapultieren. Er versucht, sich andere Erlebnisse zu schaffen. Und wie geht es denen, die dann auf einem Event gewesen sind? Fallen sie nicht manchmal umso tiefer wieder in die Dunkelheit zurück, wenn sie dann wieder in den Alltag kommen? Wenn sie wieder sehen, dass es ein Krampf ist, jeden Tag auf Arbeit zu gehen, nicht wissend, ob mein Arbeitsplatz morgen noch besteht, nicht wissend, wie hoch die Inflation steigen wird, nicht wissen, ob sie überhaupt dann sich noch versorgen können oder ob nicht alles ganz, ganz anders kommt. Zurück in den Alltag, wo so viele Kriegsnachrichten uns erreichen, wo so viel Trauer uns umgibt, weil Menschen von uns gehen, in jungen Jahren plötzlich sterben an kuriosen Krankheiten und Menschen von uns gehen, die noch kerngesund waren und plötzlich nicht mehr unter uns sind.
Wie soll da Freude gelingen? Wie können wir zu der Inhaltsangabe des Liedes kommen, das im Krille-Gesangbuch steht? In uns ist Freude, in allem Leide. Ist das überhaupt machbar? Und andere versuchen es nicht mit einem Event, sondern sie sagen sich, ich muss an mir selbst arbeiten. Ich muss es schaffen, mich selbst, wie Münchhausen, an den Haaren zu ziehen und dann aus diesem depressiven Stimmungsfeld herauszukommen. Und da werden Anweisungen gegeben. Ja, da gibt es sogar Fernsehsendungen, die davon berichten, wie sich Menschen aufstellen, wie sie positiv denken, wie sie die Arbeit leisten und wie sie in die Zukunft gehen können. Aber schaffen wir es denn wirklich alleine, uns in eine solche Stimmung zu bringen? Können wir mit Disziplin Freude produzieren? Wo hat die Freude eigentlich ihren Ursprung? Was schenkt uns Freude, Ausgelassenheit? Wenn wir da einmal genauer hinschauen, dann sind es doch nicht materielle Dinge, die uns Freude bereiten. Das ist nur kurzweilig, da flammen wir mal auf, da sind wir zufrieden. Da sind wir im Moment glücklich und wir wissen, wie lange diese Freude währt. Einen kurzen Augenblick und dann ist alles wie vorher. Wirkliche Freude kommt doch von einer Erfüllung, von dem Wissen eines Zieles. Wirkliche Freude kommt doch, wenn man sein Leben versteht, sein Leben getragen weiß und sein Leben als sinnvoll erachtet, nicht als sinnlos. Und diesen ganzen Lebenssinn, den bekommt man nicht so einfach mal im Supermarkt zu kaufen. Den gibt's nicht an der nächsten Straßenecke, dass mir jemand sagt, du, dein Sinn ist da. Ich denke, dass der Lebenssinn auch gesucht werden muss, gefunden werden muss, erkannt werden muss. Wozu bin ich auf dieser Welt? Wozu hat mich der Schöpfer bestimmt? Was ist meine Aufgabe? Und wohin führt mein Weg? Das alles ist nicht so einfach für sich selbst herauszufinden, welche Talente ich habe, wie ich sie einsetzen kann und wie ich letztlich dann in eine bessere Stimmung, in die Fröhlichkeit hineinkomme. Und das Lied verrät es eigentlich, dass Freude nur in Gott zu haben ist. Und jetzt werden sich viele draußen fragen, ja, die vielen Gläubigen, sind sie wirklich glücklich? Nietzsche hat einmal gesagt, sie müssten viel, viel glücklicher aussehen, sie müssten viel erfüllter sein, sie müssten viel, viel fröhlicher sein, wenn der Glaube wirklich verändert. Das ist eine harte Kritik an jenen Menschen, die sagen, die wirkliche Fröhlichkeit und Ausgelassenheit kriegt man nur durch den Glauben. Da sind doch andere Menschen viel, viel ausgelassener, fröhlicher oder trügt der Schein. Wir haben noch nie so viel depressive Menschen gehabt wie heute. Wir haben noch nie so viel Suizide zu beklagen. Wir haben noch nie so viel Schwierigkeiten bewältigen müssen. Und die Freude flammt nur hier und dort auf. Menschen, die uns immer strahlend begegnen, die erfüllt sind, die ausgewogen sind und die nichts erschüttern kann, die sind eine Seltenheit. Wenn es stimmt, dass Gott wirklich Freude schenkt, dann müsste es daran liegen, dass wir nicht richtig diesen Glauben erkannt haben und ihn leben. Dass wir auf andere Dinge setzen, dass wir zu schwach sind in der Verbindung zu Gott. Dann würde es gelten, dass wir diese Beziehung intensivieren müssen. Dann würde es richtig sein, wenn wir uns noch mehr zu Gott hinwenden. Und dann würde es richtig sein, wenn wir uns von den Zielen, die Gott uns bereithält, leiten lassen und unser Leben nach ihnen ausrichten. Ich denke dennoch, auch wenn die Christen hart kritisiert werden, dass darin eine ganz große Weisheit, eine Erfüllung, eine Wahrheit drinsteckt. Denn auch die Jünger haben es erfahren. Sie haben in diesem Abschied, als sie Jesus verlassen haben, viel, viel Trauer erlebt, unwahrscheinlich eine Depressivität durchwandern müssen und haben aber danach erlebt und erfahren, wie dieser Geist, den Jesus ihnen zugesagt hat, wie Gottes Kraft in ihnen wirkt, sie aufstellt, fröhlich macht, sodass sie sogar
in die Welt hinausgehen konnten, in einer schrecklichen Zeit, wo die Römer Christenverfolgungen durchführten, wo sie ihr Leben sogar hingaben, um in dieser Fröhlichkeit zu bleiben. Ja, wir wissen, dass viele bei der Hinrichtung noch voller Zuversicht auf Gott hin alles ertragen haben, was Menschen ihnen angetan haben. Es ist unglaublich und wir können es von außen schlecht abwägen und wir können auch nicht sagen, ja, stimmt das oder stimmt das nicht. Hier gibt es nur eins, nämlich sich auf diese Zusage einzulassen. Dieser Zusage zu vertrauen, sich an Gott zu wenden, ihn zu bitten, er möge uns doch diese Erfüllung, dieses Ziel, diesen Lebensinhalt schenken. Und er möge uns Fröhlichkeit und Freude ins Herz pflanzen. Und erst wenn wir das alles getan haben, wenn wir ganz eng mit ihm gemacht haben und tatsächlich uns jeden Tag an ihn wenden und es sollte dann die Fröhlichkeit immer noch nicht in unser Herz einziehen, dann können wir zu Recht fragen, woran liegt es, dass diese Zusage nicht stimmt. Ich möchte Mut machen, es zu versuchen, es zu probieren. Auf wie viel lassen wir uns ein? Wie viel hören wir auf Menschen, die uns irgendein Konzept anbieten, das uns aufstellt, das uns positiver werden lässt? Versuchen wir es doch mal mit dem Glauben. Versuchen wir es doch mal mit dem tiefen Sinn des Lebens, der uns dann deutlich macht, auch wenn es Leid gibt, so wie es in diesem Kirchengesangbuchlied heißt, in dir ist Freude, in allem Leide. Ja, wir können Leid ertragen, heißt es, dass wir auch in einer schweren Zeit Freude empfinden, weil wir ja wissen, unser Weg wird kontinuierlich weitergehen. Er wird nicht abbrechen. Er wird sich nicht im Nichts verlieren. Er führt letztlich ins Licht zu Gott selbst. Ich denke, man muss den Weg versuchen. Man muss ihn gehen. Und wir versuchen so viel im Leben. Wir legen Geld an und versuchen, Gewinn zu machen. Wir hören auf die Konzepte der Menschen, die uns Freude versprechen und Erfüllung. Wir hören auf so viele Ratschläge. Warum versuchen wir es nicht mal mit dieser Botschaft? Und jeder, der es versucht hat, ich glaube, der wird es wenigstens ansatzweise mir bestätigen, dass da Freude aufkommt, dass Leid besser zu bewältigen ist, dass Trauer sogar möglich ist und dass man dennoch fröhlich sein kann. Vielleicht ist es ein Fehler, dass wir denken, es muss vollkommen sein. Nein, Christen dürfen auch traurig sein, so wie die Jünger beim Abschied. Wir müssen nicht alles vollkommen erleben, aber vollkommener, als wenn wir nur von uns aus dem menschlichen Handeln gestalten und leben. Ich wünsche uns eine Freude, die nicht aufgesetzt ist, eine Freude, die nicht gezwungenermaßen hervorkommen muss, sondern eine tiefe innerliche Freude aus der Erkenntnis, die Gott uns schenkt und aus der Freude heraus, wie Gott uns lenkt und führt, dass unser Leben plötzlich einen Sinn macht, dass er uns Aufgaben zuweist, dass wir Menschen begegnen und plötzlich diese Freude teilen können und erleben werden, dass die Freude tatsächlich als Zwilling geboren ist, dass wir in einer Gemeinschaft, dass wir miteinander viel, viel mehr Freude erleben, erfahren können, als wenn wir ganz alleine unterwegs sind. Auch wenn wir Freunde verloren haben und Kameradschaften aufgeben mussten, vielleicht sogar in der Familie nicht mehr gemeinsam unterwegs sind. Ich denke, Gott sendet uns Menschen, mit denen wir unsere Freude teilen können. Es sind manchmal neue Begegnungen, aber es sind Begegnungen, die dann von der Freude bestimmt werden, die uns fähig machen, diese schweren Zeiten zu durchwandern, mitzugestalten. Und möge uns Gott dazu nicht nur ein strahlendes Gesicht geben, sondern ein Herz, das den anderen versteht und das sich nicht mehr in der Trauer verliert. Amen. Thank you.
möchte Sie einladen, mit mir stille zu werden und zu beten. Zu ihm, der uns Freude schenkt. Zu ihm, der uns einen tiefen Lebenssinn vermittelt. Und zu ihm, der uns erfahren lässt, dass auch in der Freude Leid zu ertragen ist. Lassen Sie uns beten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Herr unser Gott, aus dem, was tot war, brich das Leben. Neugeburt, wie du es willst, alles kommt aus dir, die Bäume und das helle Gras, der Regen, Dunst im Sonnenlicht, die Vögel künden von dir, alles wird neu. Wir stehen vor dir, versammelt zum Lob mit unseren brüchigen Stimmen. Mit unseren suchenden Worten schenk uns deinen Geist, der für uns spricht und in uns wirkt und singt mit allem, was lebt. Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer, das Elend der geschundenen Kreatur, die Tier- und Pflanzenarten, die durch uns Menschen aussterben, brandgerodete Wälder, ausgelaugte Äcker und das Leid von Menschen, deren Lebensräume schnell im Profit geopfert werden. Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich, erneuere uns und deine Schöpfung. Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer Gott, die schreiende Ungerechtigkeit in der Verteilung der Güter dieser Erde, die Verarmung ganzer Völker, die beängstigende Wachstumsspirale der Wirtschaft, die Entmündigung von Menschen durch Gewaltherrschaft und Unterdrückung, den Hass und die Angst der einen vor den anderen. Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich, erneuere unsere Schöpfung. Das Alte, das uns gefangen nimmt, bringen wir bittend vor dich, Schöpfer, unsere Müdigkeit, wenn die Sorgen und unsere Verantwortung uns über den Kopf wachsen, wenn wir den Ansprüchen an uns selbst nicht gerecht werden, wenn wir die Augen verschließen, weil wir nicht sehen wollen, und das schwankendes Vertrauen in deine Gegenwart. Schweigend stehen wir vor dir und bitten dich, erneuere deine Schöpfung. Wir stehen vor dir, versammelt zum Lob mit unseren brüchigen Stimmen, unseren suchenden Worten und hoffen auf deinen Geist, der für uns spricht und singt und uns auferstehen lässt. Mit Christus und allem, was lebt, dir sei Ehre in Ewigkeit. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen wir mit dem Segen Gottes in diese Zeit und möge er uns Freude schenken, dass wir in dieser schweren Zeit im tiefen Vertrauen gegenüber Gott unseren Weg gehen können. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Behüte Sie Gott mit ein paar beschwingten Klängen, die uns Freude bereiten können, möchte ich diesen Gottesdienst beenden. Auf Wiederloge.